Willkommen zu einem neuen Video. Heute backen wir zusammen eine Obsttorte. Welche Obstsorten sich dafür besonders gut eignen und wie du diese anordnen musst, damit der Boden nicht durchweicht, erfährst du gleich in der Backstube. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, denn dann bist du immer auf dem neuesten Stand. So, ab in die Backstube! Hier siehst du zuerst die Zutaten, die du für die frische Obsttorte brauchst. Das genaue Rezept steht unten in der Videobeschreibung. Für den Teig wiegen wir in eine Rührschüssel die Margarine, Zucker, Orangenschale, Vanille, Salz und die zwei Eier. Alle Zutaten müssen nun gut miteinander aufgeschlagen werden. In der Zwischenzeit sieden wir das Mehl und das Backpulver, damit im Teig keine Klumpen entstehen. Dies geben wir dazu und rühren es kurz, aber kräftig unter. Der Teig ist nun fertig und kann in eine gut gefettete Form gefüllt werden. Der Boden für die Obsttorte muss ca. 15 bis 20 Minuten bei 200 Grad Umluft backen. Während der Boden im Ofen ist, bereiten wir den Vanillepudding vor. Dazu wiegen wir Milch, Zucker, Salz, Vanille und das Vanillepuddingpulver in einen Topf. Sorgfältig verrühren und dann einmal kurz aufkochen. Wichtig dabei ist, dass die ganze Zeit gerührt wird, damit der Pudding nicht anbrennt. Wenn der Boden fertig gebacken ist, nehmen wir ihn aus der Form und lassen ihn auskühlen. Das Obst waschen, schälen und entkernen. Und wichtig ist, das Obst gut abtropfen zu lassen, damit der Boden nicht durchweicht. Den Vanillepudding einmal kräftig verrühren und auf den abgekühlten Tortenboden verstreichen. Auf den Vanillepudding streuen wir eine ganz dünne Schicht Sahnesteif. Dies verhindert ebenfalls das Durchweichen von der Obsttorte. Und nun kann es mit dem Belegen losgehen. Zuerst legen wir eine Grundfläche mit weichem Obst aus und alles weitere an Obst verteilen wir ringsrum und obendrauf. Früchte, die man nicht so gut schneiden kann, wie zum Beispiel Blaubeeren oder Erdbeeren, sollten klein genug auf die Torte gelegt werden, um das Kaputtschneiden beim Anschneiden zu vermeiden. Wenn die Obsttorte fertig belegt ist, kochst du einen Tortenguss. Einfach nach Packungsanweisung.
diesen direkt nach dem Kochen auf der Torte verteilen, bis das Obst vollständig abgedeckt ist und alles gut zusammenhält. Jetzt noch etwas geschlagene Sahne dazu und schon kann das Kaffee trinken beginnen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch ein Like da. Und denk dran, kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis nächsten Sonntag!